Hallo und herzlich willkommen zu diesem Einstiegsvideo zu Paladins Champions of the Realm. Ich bin Rotmac und in diesem Video möchte ich euch dieses Spiel, welches sich momentan noch in der Beta-Phase befindet, vorstellen und näher bringen. Wir beginnen mit dem Allgemeinen. Paladins ist ein MOBA-Shooter oder auch Heldenshooter genannt, eine Mischung aus Overwatch und Smite. Die Entwickler Hi-Rez Studios haben bereits Smite und Tribes Ascent hervorgebracht. Das Actionspiel ist im Comic-Grafikstil gehalten. Nach bisherigen Angaben soll Paladins ein Free-to-Play-Modell erhalten, mit einem Shop versteht sich. Die Beta läuft momentan nur für den PC, die Steuerung ist aber auch für Gamepads ausgelegt, von daher dürfen wir ein Release für Konsolen erwarten. Wir kommen zum Gameplay. Gespielt wird in 5 gegen 5, bisher gibt es keine anderen Spielmodi. Ziel ist es, die gegnerische Basis, die Vault, zu zerstören. Zuvor gilt es, zwei Mauern durchzubrechen. Zur Unterstützung kann man eine Belagerungswaffe beschwören. Dafür muss das Team den Spawnpunkt lange genug besetzt halten. Es gibt auf jeder Karte 3 Spawnpunkte für die Belagerungsmaschinen. Es ist niemals zweimal nacheinander der gleiche Spawnpunkt aktiv. Momentan sind zwei Maps spielbar, die Tempelruinen und der verzauberte Wald. Bis zum Release sollen weitere dazukommen. Charaktere. Im Moment kann man zwischen 9 einzigartigen Helden entscheiden, weitere werden folgen. Jeder Held besitzt 3 Fähigkeiten plus seinen normalen Waffenangriff. Die Sammelkarten sind das Talentsystem in Paladins. Mit diesen verbessert ihr euren Helden. Der Held kann in jedem Spiel 5 Stufen steigen. Nach jedem Stufenanstieg kann man zwischen 3 Sammelkarten wählen. Jeder Paladin hat über 30 Karten, die er freispielen kann. Pro Stufe kann man 3 auswählen, um das Deck für die Spiele zusammenzustellen. Kommen wir nun zum Menüinterface von Paladins. Wie bereits gesagt, befindet sich das Spiel noch in der Beta-Phase und bis zum Release kann sich noch einiges ändern. Oben links befindet sich die 5 Hauptreiter. Home, Play, Vault, Profile und Store. Wir beginnen mit Home. Hier wird uns in der Mitte alles über Paladins erklärt. Darunter finden wir die aktuellen Patch Notes und können uns das Founder-Paket kaufen. Wahrscheinlich werden hier nach Release News zum Spiel dargestellt. Unten rechts sehen wir alle Angaben, unseren Namen, unseren Level, die Kisten, die wir noch öffnen können, unser Gold und unsere Diamanten. Unten links finden wir die beiden Schaltflächen für unsere Gruppen, wie auch für unsere Freundesliste. Unter Play finden wir die verschiedenen Spielmodi, die uns momentan zur Verfügung stehen. Das sind Practice, du spielst mit Bots gegen andere Bots, Co-op, du mit anderen Spielern gegen Bots, Casual, 5 Spieler gegen 5 Spieler in einem Random-Spielmodus, Siege, normaler 5 Spieler gegen 5 Spieler-Modus und Challenge Match, Team gegen Team. Die Modi, welche mit einem Stern gekennzeichnet sind, können gespielt werden, um die Daily Quests abzuschließen. Unter Vault finden wir alles zu unseren Sammelkarten. Die Card Collection zeigt uns auf, welche Karten wir bereits besitzen und welche wir noch erspielen müssen. Als nächstes haben wir Card Crafting. Hier können wir Karten, die wir doppelt haben, zerstören und neue Karten herstellen. Unter Loot Chest können wir vorhandene Kisten öffnen und erhalten dadurch neue Karten. Es gibt Champions Chest mit nur einer Karte, und Radiant Chest mit 5 Karten. Und bei Construct Deck bauen wir unser eigenes Kartendeck pro Helden, welches wir dann im Spiel benutzen können. Kommen wir zu Profil.
Hier erhalten wir Informationen über unsere aktuellen Account-Level, wie auch den Gesamtlevel unserer Helden. Und schlussendlich können wir unter Store Features kaufen, Kisten kaufen, Namen ändern oder Codes einlösen. Kommen wir nun zum Aufbau einer Sammelkarte. Zuoberst könnt ihr den Seltenheitswert der Karte ablesen. Die Reihenfolge der Rarität lautet Grün normal, Blau selten, Violett episch, Golden legendär. Hier seht ihr den Namen der Karte und darunter den Aktivierungstyp. Ist sie mit einer Fähigkeit verbunden oder gehört sie zu eurer Waffe? Im großen Feld habt ihr die Eigenschaft, die ihr mit der Wahl dieser Karte erhaltet. Die unterste Reihe zeigt den Bonus, den ihr erhaltet, wenn ihr euch für diese Karte entscheidet. Rot der Angriffsbonus und Grün der Lebensbonus. In der Mitte ist der Cooldown angezeigt, den die Karte hat, nachdem ihr gestorben seid. Beschäftigen wir uns zum Schluss dieses Videos noch kurz mit dem Ingame-Interface. Das Ganze ist einfach und aufgeräumt gehalten. Links haben wir unsere Gruppenmitglieder und ihre Lebensanzeige. Unten links unsere Lebensbalken und die Fähigkeiten mit ihren Cooldowns, wenn sie aktiviert wurden. Bei jedem Level-Up werden uns die drei Karten, von welchen wir eine auswählen müssen, in der Mitte angezeigt. Rechts unten sehen wir die Karte, welche wir bereits gewählt haben. Solltet ihr gestorben sein, zeigt es euch da auch den Cooldown der Karten an. Darüber könnt ihr sehen, wer wen gerade ins Jenseits befördert hat. Und rechts oben haben wir zum Schluss noch die Map. Wenn die Belagerungswaffe aktiv ist, wird ihr Standort mit einem Stern angezeigt. Ja, das soll es gewesen sein von diesem kurzen Einsteigervideo. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen oder einen Kommentar da. Für mehr Videos, unter anderem auch von Paladins, abonniert einfach meinen Kanal. Nun habe ich noch einen Beta-Key für Paladins zu vergeben. Wer diesen möchte, um das Spiel selbst auszuprobieren, schreibt mir das einfach in die Kommentare zu diesem Video. Und ich werde ihn am Freitag, 8. Januar, unter allen Kommentaren, die den Key wollen, verlosen. Rechtsweg natürlich ausgeschlossen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Rotmac. Ciao!